Copperfield behauptet, er sei der größte Magier der Welt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei 45 zauberhaften Minuten in Magic Las Vegas. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Las Vegas. Diesmal sind wir am Strip. Downtown gilt eher als die Seele von Las Vegas. Der Strip, das ist das Herz. Und wenn ich jetzt annehme, dass der Dollar das Blut ist, der diesen ganzen großen Mechanismus am Leben hält, dann, ja, da ist natürlich immer sehr viel los am Strip. Also wenn der Dollar das Blut ist, der diesen Organismus am Leben hält, dann ist das Ganze hier eine riesige Dollarpumpe. Allerdings eine, die natürlich vom Image her nicht allzu viel zu tun haben will mit dem etwas anrüchigen Downtown. Das neue Las Vegas ist sauber, sicher, hell und familienfreundlich. Die größten, die schönsten, die luxuriösesten, die mondänsten, die verrücktesten Hotels reihen sich hier entlang des Strip wie zwei Perlenketten. Und ich weiß alles über diese Hotels, weil ich habe ein kluges Buch gekauft. Zum Beispiel... Ja, motivieren, lesen und das sollte man ja alles nicht tun. Also ich weiß über diese Hotels alles, das Tropicana zum Beispiel 1957 erbaut, 1600 Zimmer, 1500 Pools, Quatsch, na gut, jetzt sind wir schon beim Circus, eröffnet 1971, das Flamingo Hamanare, im Imperial Palace, eröffnet 1971, 2700 Zimmer, keine Slots oder man weiß nicht wie viele. Dann haben wir noch nicht Circus. Das Flamingo, eröffnet 1946, 9000, nochmal. Das Flamingo, Circus, eröffnet 1968, 2800 Zimmer, 3000 Slots. Was haben wir noch nicht? Riviera, haben wir das Riviera? 2800 Zimmer, die Slots wissen Sie nicht. Keine Kapelle, kein Pool, das ist ja traurig. Ja, eins geht noch. 1500 Slots. Sag ich einfach nur, nö, da waren wir schon auf der Seite. Excalibur nennt es sich und strahlt den diskreten Charme eines Märchenschlosses aus. Es ist die Las Vegas-Variante von Neuschwanstein. Warum sollen wir da nicht reingehen und ein bisschen gucken, wie es von innen aussieht? Tretet ein, edle Damen und tapfere Herren, lasst uns zu Gast sein bei König Artus. Das heißt, ich werde Gast sein bei Artus und Sie zunächst bei James Brandon. We'll be right back.
Ich weiß nicht, ob James Brandon jemals hier aufgetreten ist, aber das Environment würde sehr gut zu ihm passen, weil hier im Hotel Excalibur lädt König Artus höchstpersönlich zum Turnier. Also die Show hat mit Artus Sage weniger zu tun als mit Grimms Märchen für Erwachsene, aber sie ist ziemlich spektakulär. Jetzt soll es aber nicht darum gehen, was auf der Kampfbahn passiert, sondern wie es den Zuschauern dabei ergeht. Und das ist in diesem speziellen Fall hochinteressant, weil Artus lädt ja auch zur Tafelrunde ein. Eine Tafel gibt es hier zwar nicht, aber rund ist alles und so findet es statt, das originalgetreue Ritteressen. Das Angenehme, man speist hier nicht wie sonst in Las Vegas üblich aus Karton, Styropor oder Plastik, sondern aus taiwanesischer Wertarbeit. Als erstes kommen natürlich die Getränke aus diesen wunderschönen Kelchen hier aus Plastik. Und dann kommt die Vorspeise, eine historische Suppe à la Morgana. Sieht ziemlich historisch aus und es ist Kohl. Kohlsuppe. Und dann, wenn das Turnier so richtig voll im Gang ist, kommt das Hauptgericht. Sieht es nicht wunderschön aus hier? Ich darf Ihnen aus der original historisch in Englisch verfassten Speisekarte versuchen, simultan zu übersetzen. Wir haben hier geharnischtes Grillhähnchen nach Art des Hauses Camelot. Das dürfte das hier sein. Hinten schön abgeflacht, damit es nicht von der Platte rutscht. Dann haben wir Genovivas geheime Wünsche, Potatoes. Ja, das kann dann nur das sein. Das ist für mich eine gestreifte Kartoffel. Ich weiß nicht, was das mit geheimen Wünschen zu tun hat. Und Merlins Gemüse sortiert in Drachenblut. Das kann dann nur dieser in Salzwasser gedünstete Brokkoli-Helm sein. Und zum Schluss gibt es Lancelots Toast. Das ist Lancelots Toast. Ja, das ist es dann. Und originalgetreu natürlich auch das Esswerkzeug. Ich weiß nicht, wie die das genau gemacht haben, die alten Ritter. Vermutlich so, aber ist der Nachbar, das ist relativ unkomfortabel. Vielleicht haben sie auch einfach mit der Hand gegessen. Jedenfalls all dies, während hier die Ritter ihre Damen retten und die Damen um die Ritter wetten und die ganze Action hier stattfindet, die man eigentlich überhaupt nicht braucht. Denn aus einem einfachen Stück Papier kann man auch ganz schön was machen, wenn man Kevin James heißt.
den James. Normalerweise arbeiten Zauberer mit der ganz großen Show, mit der ganz großen Action. Ich bewundere es, dass man mit einem einfachen Stück Papier etwas so Schönes machen kann. Sind Sie außer Magie auch noch Close-Up-Künstler? Ich habe meine Karriere als Close-Up-Künstler begonnen. Jetzt mache ich beides. Ich stehe auch auf der Bühne. Was Sie auch noch brauchen außer einem Stück Papier sind sehr geschickte Hände. Gibt es ein spezielles Training für Ihre Hände? Ja, ich habe ein ganz besonderes Trainingsprogramm. Vielleicht können wir das Mikro mal etwas tiefer hängen, dann können wir es hören. Ein Warm-up zu hören. No, no. No, that's too much. Oh, wait a minute. Es ist nur der Plastikbecher. Oh. That's okay. Da kann man sehen, dass es nicht nur darauf ankommt, was man tut, sondern auch, wie man es verkauft. You have another warm-up? Haben Sie noch ein anderes Warm-up? Oh, no. Oh my God. Ja, steht wirklich unter Starkstrom. In Deutschland, wenn man jemanden auf die Bühne bittet, dann zieren sich die meisten Menschen. In Amerika, ich weiß es nicht, was tun Sie, wenn niemand auf die Bühne kommt? Well, we can always wir finden immer jemanden, der auf die Bühne kommt. In unserer Show behandeln wir jeden mit dem allergrößten Respekt. Und wir möchten, dass sie sich ausgesprochen wohlfühlen, so wie ich mich wohlfühlen möchte. Sind die Leute, die zu Ihnen auf die Bühne kommen, wirkliche Zuschauer oder bezahlen Sie diese Menschen? Wir nehmen nur Leute aus dem echten Publikum, keine Bezahlten. Auch wenn sich niemand aus dem Publikum auf die Bühne getrauen würde, für Kevin James kein Problem, er ist ganz selbstverständlich auch sein eigener Partner. Also so normal, wenn er so hier sitzt, der Kevin James, dann sieht man überhaupt nichts. Sieht aus wie ein normaler Mensch. Seine dritte Hand hat er recht gut versteckt. Wenn Sie am Strand sind, dann müssen die Leute ziemlich schockiert sein über die dritte Hand. Ja, sind sie. Sie sieht sehr echt aus. Die Hand lebt. Ja, aber wo verstecken Sie sie, wenn Sie nicht möchten, dass die Menschen schockiert sind? Ich verstecke sie in der Handtasche meiner Freundin. Diese Nummer ist patentiert. Wie funktioniert das? Ein Patent auf eine Zaubernummer? Ist das wie ein Patent auf ein Autoersatzteil? Das Patent bezieht sich auf das ästhetische Design der Hand, was das Wichtigste überhaupt bei meinem Kunststück ist. Es war auch sehr wichtig, dass ich das patentiert habe. Wir haben es nämlich als Spielzeug vermarktet. Überhaupt ein ziemlich lohnendes Geschäft, Nummern selbst zu erfinden, Patente zu haben. Sie haben ja auch Nummern erfunden für David Copperfield. Ja, ich habe einige Nummern für ihn erfunden. Zum Beispiel habe ich ihm das Kunststück mit der schwebenden Rose für seine Fernsehauftritte beigebracht. Und der Trick mit dem Schnee, den er jetzt im Finale hat. Und das sind so mehr oder weniger die zwei wichtigsten Sachen, die ich für ihn gemacht habe. Ich war ziemlich überrascht. Kevin James hat ein Video über sich, wo als erstes David Copperfield erscheint. Nein, David Copperfield und der größte Zauberer aller Zeiten ist Kevin James. Wie viele Millionen Dollar haben Sie ihm dafür bezahlt? Nichts. Er glaubt es wirklich. Und denken Sie das umgekehrt auch über David? Ich glaube, er ist der finanziell erfolgreichste Magier der Welt.
Ich finde auch andere Künstler und Zauberer sehr gut, aber ich mag seine Art, wie er sich verkauft. Er macht eine hervorragende Bühnenshow. He puts on a very good show and he's a good promoter. Viele Leute in Europa denken, David Copperfield ist der größte Zauberer aller Zeiten. In Amerika sagen die Menschen eher, er ist nicht sehr kreativ, er ist ein großer Käufer, aber kein wirklich großer Zauberer. Was ist Ihre Haltung zu David? David hat ein großes Talent, Ideen zu verbinden. Er sieht hier einen guten Trick und da einen und verbindet beide miteinander und macht sie dadurch noch besser. Ich finde, er ist nicht der kreativste Künstler, aber er besitzt die Fähigkeit, sehr clevere Leute einzukaufen. Also Sie sind da im Vorteil gegenüber David Copperfield, weil er muss für die Tricks viel Geld bezahlen und Sie erfinden sie gratis, ganz einfach selbst. Naja, es ist einfach billiger, eigene Dinge zu erfinden. Ich versuche, etwas künstlerisch auszudrücken durch meine Magie und das ist für mich eine große Befriedigung. I get more satisfaction doing my own ideas. Eine Gemeinsamkeit gibt es zwischen Kevin James und Copperfield. Beide lieben eine deutsche Frau, ist das wahr? Yes, he loves Claudia Schiffer. Ja, er liebt Claudia Schiffer und ich bin auch in eine Deutsche verliebt, aber sie weiß es noch nicht. Und welche? Katharina Witt. Jetzt weiß sie. Yes, now she knows. Ich finde ihre Arbeit toll. I admire her work. Eine Nummer, für die Kevin James ausgezeichnet wurde, ist eine perfekte Illusion, in der er zeigt, dass er in der Lage ist, seinen Partner selbst zu erschaffen.
Kevin James und Antonio, heute ein perfektes Team, aber irgendwann hat es ja auch angefangen. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Wie sind Sie sich begegnet? Wir haben beide in einem Nachtclub in Kalifornien gearbeitet. Er hat Comedy gemacht und ich Zauberei, jeder für sich. Wir haben da schon 2 Jahre gearbeitet, bevor ich ihn gefragt habe, ob wir uns nicht zusammentun wollen. Und jetzt sind wir über 1 Jahr zusammen. Bei vielen Illusionen ist es ja wichtig, das Publikum abzulenken vom eigentlichen Geschehen. Ist ja die Komik von Antonio hilfreich dafür? Ja, sehr. Wenn man möchte, dass das Publikum auf die eine Seite schaut, während ich auf der anderen agiere, lässt er sich einfach fallen und alle schauen zu ihm. Also wenn Antonio jetzt hinfällt, bitte versuchen Sie nicht zu lachen, sondern genau woanders hinzusehen. Vielleicht erkennen Sie dann, wie die nächste Illusion funktioniert.
Sie haben sich viele Gedanken gemacht über das Publikum, was im Publikum vorgeht und wie Sie Ihr Publikum handeln sollen. Und Sie haben das Publikum in vier Kategorien eingeteilt. In welchen? Well, first one, our children. Die erste, das sind die Kinder. Sie sind sehr offen für alles und schwer zu überlisten. Sie denken noch so abstrakt, dass sie das Geheimnis viel leichter entdecken. Unter die zweite Kategorie fallen zum Beispiel die Leute, die mit ihrer Freundin kommen, da sitzen und angestrengt versuchen, ihr zu erklären, wie der Trick funktioniert, selbst wenn sie es gar nicht wissen. Zur dritten Kategorie gehören sehr logisch denkende Personen, Wissenschaftler, Ärzte, Juristen. Sie haben eine sehr ausgeprägte Art zu denken und versuchen immer zwei oder drei Schritte im Voraus zu sein. Also sind sie am leichtesten zu überlisten. Und die letzte Kategorie, die ich am meisten mag, das sind diejenigen, die einfach da sind, um Spaß zu haben. Wir möchten, dass jeder Spaß hat und arbeiten mit Comedy, denn je mehr sie mit Lachen beschäftigt sind, desto weniger Zeit haben sie herauszufinden, wie ein Trick funktioniert. Ja, dann lassen Sie uns doch einfach diese vierte Kategorie sein und einfach Spaß haben mit Kevin James' nächster Nummer, die eine Kindheitserinnerung ist. Thank you very much, Kevin James. Hallo, mein Name ist Kevin James und ich komme aus Michigan. Ich erinnere mich, als ich als Kind das erste Mal Schnee sah, war das sozusagen der zauberhafteste Moment in meiner ganzen Kindheit. Caroline, die Tochter eines Freundes, fragte mich kürzlich, was es mit Schnee denn auf sich habe. Ich sagte ihr, wenn sie mir ein Papiertaschentuch geben würde, könnte ich es ihr zeigen. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass ich das Taschentuch sofort bekam. Und was jetzt kommt, habe ich auch Caroline gezeigt. Ihr habt den gleichen Gesichtsausdruck wie damals Caroline. So sieht doch keine Schneeflocke aus. Ich erklärte ihr, dass die echten Schneeflocken winzig klein sind und alle ganz verschieden. Aber das Wichtigste ist, sie sind aus Wasser. Nicht alle Illusionen, die auf der Bühne dargeboten werden, sind von den jeweiligen Zauberern selbst erfunden. Man kann die Tricks kaufen. Es gibt einen sehr gut funktionierenden Markt dafür. Genauso wie man Senderechte oder Schürfrechte erwerben kann. Ich habe von Kevin James einen sensationellen und spektakulären Trick gekauft. Er war ziemlich teuer. Ich habe zwar den Trick, aber dafür auch den Schuldschein. Aber wir sind ja in Las Vegas. Was bedeuten schon Schuldscheine? Man zerreißt sie und schmeißt sie in die Luft. Aber jetzt kommen wir zum Trick. Beachten Sie die Urgewalt. Ja, da ist es, meine Damen und Herren. Es funktioniert. Ist das nicht schön? Nochmal. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ich spüre die Urgewalt der Elemente in meinen Händen. Fantastisch. Diesmal geht es nicht um lächerliches Eis aus dem Glas, sondern um Feuer aus der Dose. Ja, und das macht das Ding jetzt jede Nacht 15 Minuten und dann wieder. Und immer wieder, solange es überhaupt lebt. Ja, ich finde, Sie kommen wirklich auf Ihre Kosten, meine Damen und Herren. Sie erlebten Eis aus dem Wasser in die Luft geschleudert. Jetzt erleben Sie Feuer aus dem Wasser, Luft verbrennend. Und Sie werden jetzt gleich erleben, Wasser in die Luft geschleudert,
Leben schaffend oder so ähnlich. Also Greg Fruin beweist jedenfalls, dass Wasser zu Recht als Element des Lebens bezeichnet wird. Er jongliert richtig gehend mit Leben. Also es gibt ja viele Neon-Wahnsinnigkeiten in Las Vegas,
Die haben wir zum Teil schon gesehen, aber das hier ist die allermodernste Neonorgie. Und die arbeiten hier tatsächlich mit psychologischer Kriegsführung. Sie kennen das ja von der Biosauna, da versucht man ja mit verschiedenen Lichteffekten die Menschen in eine bestimmte Stimmung zu bringen. Und hier bewirkt dieser Lichteffekt, dass es die Leute regelrecht ins Casino hineinzieht. Ich versuche mich dagegen zu wehren. Oh, hi! Hi! What? Ah, sie will mich holen zum nächsten Close-Up. Where is your friend? Sie hat ihre Freundin verloren hier, mitten in diesem Lichterwahnsinn. Hey, I think, it's no way to come together. Keine Chance, zusammenzukommen. See you next week with your friend. Ich geb's auch auf. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche auch wieder. Und es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Der Sog ins Casino ist stärker. Vielleicht werde ich alles verlieren, aber ich kann nicht anders.